Moin moin, seid gegrüßt und herzlich willkommen auf meinem Kanal und herzlich willkommen zum nächsten Lost Place Abenteuer. Ja, wir sind auf großer Oktobertour, sag ich mal, die letzte für dieses Jahr. Sind jetzt an der Grenze zwischen NRW und Niedersachsen und haben hier ein Häuschen für euch und da hole ich euch jetzt mal mit rein. Tja Leute, was soll ich sagen? Es sieht direkt schon wild hier vorne aus, aber richtig, richtig wild. Ich bin mal gespannt, wie es in dem Gebäude aussieht. Um Himmels Willen. Ich glaube noch um einiges schlimmer. So, hier vorne liegt ohne Ende Müll. Und ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass der ganze Müll hier aus diesem Haus kommt. Ganz da hinten, ich weiß nicht, ob man sieht, ist noch so eine Doppelgarage. Und hier vorne könnte man jetzt ins Haus reinklettern. Oh, aber ihr seht, wie wild das da drin aussieht. Das ist ja echt Wahnsinn. Ja, Leute, jetzt bin ich hier mal gerade an ein zerschlagenes Fenster gegangen. Und schaut mal bitte. Das Ding ist wirklich komplett noch voll. Ja, hier haben wir noch ein altes Fass. Keine Ahnung, wofür das genutzt wurde. Liegen. Hier steht noch ein Regal, ein Metallregal. Ah, das geht hier rüber in die nächste Scheune. Und ich bin mal gespannt, ob man da überhaupt reinkommt. Im Moment denke ich mal, das sieht nicht danach aus. Um Himmels Willen. Das ist doch krank, was hier an Zeug liegt. Also das war definitiv meine Messi-Bude. Vollgestüffelt bis unter das Dach. Hier ist kein Reinkommen. Aber cool ist auf jeden Fall, dass man hier so coole alte Scheinwerfer findet. Altes Schätzchen. Auch geil. Hier vorne liegt noch eine Mülltonne. Papiermülltonne. Wo massig Bücher und so weiter reingeschmissen worden sind. Aber irgendwer hat dann auch diese Mülltonne hier umgekippt. Damit der ganze Kram auch hier verteilt liegt. Guck mal, was da Bücher drin sind. Die Frage ist, wurde diese Mülltonne überhaupt jemals als Papiermülltonne benutzt? Oder hat man da drin Bücher gelagert? Cool ist auf jeden Fall, dass wir hier noch ein paar alte Traktoren stehen haben. Einer steht hier und der andere steht da hinten. So, jetzt bin ich mal hier an den Traktor etwas näher rangegangen. Das ist wieder ein Deutz, glaube ich. Hier oben drauf ist noch ein uralter Motorradhelm. Also die verfolgen mich in letzter Zeit. So viele Locations, wo so uralte Motorradhelme sind. Absolut Wahnsinn. Ja, hier hat es ein alter Deutz, wo man noch nicht viel dran rumgeschraubt hat. Guckt mal hier, Motor und so weiter, ist alles noch komplett vorhanden. Aber schaut euch mal bitte an, wie dieser Baum hier in diesem Traktor wächst. Oder beziehungsweise durch den Traktor durchgewachsen ist. Das sieht doch mal wieder richtig cool aus. Also hier sieht man, die Natur holt sich ganz klar alles zurück. Selbst hier, wo der Baum komplett mit Öl beschmiert ist, das interessiert den überhaupt nicht. Er wächst und wächst und wächst. Das ist ja mal cool. Ich halte euch hier mal ein bisschen rein in den Traktor. Das sieht man auch, wie alt er ist, wenn man sich dieses Dienfeld da anguckt, beziehungsweise den Tachometer und so weiter. Ja Leute, ist das nicht mal heftig, wie der Baum da ist. Der Baum hat den kompletten Traktor eingenommen. Vorne, hinten, an der Seite, überall wächst der Baum. Das ist absoluter Wahnsinn. Echt. Jetzt haben wir hier wieder ein offenes und zerschlagenes Fenster gefunden. Und auch hier muss ich euch jetzt mal reinhalten. Das ist absolut irre, was hier alles an Kram rumliegt. Man kann auf dem Boden überhaupt nicht mehr laufen. Unten liegt auf jeden Fall noch ein cooles altes Radio. Hier haben wir noch eine Gitarre liegen. Ja, und sonst allen möglichen Gerümpel. Hinterm Haus sieht es natürlich nicht besser aus. Hier ist auch ein möglicher Scheiß.
einfach hingeschmissen worden. Also da kann man nur sagen, was er wollt. Derjenige, der hier gelebt hat, war definitiv ein Messi. Etwas weiter durch auf dem Grundstück befindet sich hier noch ein alter Anhänger für einen Traktor, wo schon der Draht fehlt. Und hinten, dahinter, steht noch ein Wassertank, denke ich mal, den du auch an den Traktor hängen konntest. Na, hier hinterm Haus haben wir noch so ein altes Gartengerät. War das mal ein Rasenmäher? Bin mir nicht sicher, keine Ahnung. Aber könnte möglich sein, dass das mal ein Rasenmäher war. Und auf der anderen Seite des Hauses geht es genau so weiter. Überall hier liegt Zeug. Guckt mal, da hinten haben wir noch Eierlikör in Massen liegen. Also bei 5000 Likes würde ich nochmal hier hinfahren und mal so einen Schluck probieren davon. Vorher aber nicht. Ja, hier liegen noch Teile vom Fahrrad. Schutzfläche vom Fahrrad. Die hat man wohl, glaube ich, gesammelt. Ja, hier geht's in den Keller. War vielleicht früher mal eine Waschküche. Auch vollgestüffelt bis zum Gehtnimmer. Mit Eimern und so weiter. Da hinten steht noch eine Gefriertruhe in der Ecke. Wenn ich das richtig erkennen kann. Ach du Scheiße, Freunde. Guckt euch bitte die Küche mal an. Hier ist das Fenster. Schaut mal. Und bis zum Fenster hoch ist hier der Müll gestapelt. In der Küche. Also kann doch keiner gelebt haben. Jetzt mal ohne Scheiß. Das geht doch nicht. Hier hinten ist auf jeden Fall in der Küche noch Zeug eingeräumt. Gewürze und so weiter. Und wahrscheinlich sind die anderen Schränke auch noch voll. Und ich will nicht wissen, was hier in dem Gefrierschrank noch alles drin ist. Den kriegt man ja gar nicht mehr auf. Weiter geht's dann hier auf diesem, ich sag mal, Mini-Balkon, wo auch Zeug ohne Ende steht. Hier, Handschuhe. Einfach mal einen Haufen Handschuhe gelagert, weil kann man ja mal gebrauchen. Hier unten liegt noch ein alter Mixer, wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt musste ich hier mal umbauen, weil hier kann man einigermaßen reingehen. Aber ich kann definitiv keine Lampe halten, weil ich hier meine Hand frei brauche, falls man sich irgendwo festhalten muss. Wir schauen jetzt mal, wie weit wir hier reinkommen. So, beim Reinklettern hole ich euch natürlich mit, damit ihr auch ein bisschen seht, was hier alles rumsteht. Hier haben wir auf jeden Fall noch einen alten Kopierer, Drucker. Hier unten stehen noch Schuhe. Ein möglicher Papierkram und wieder Gerümpels auf der Erde. Hier ist noch ein alter Hitachi-Staubsauger, wenn mich nicht alles täuscht. Dann haben wir hier noch eine Heizung. Hier sind Zeitungen gesammelt worden. Also derjenige, der hier gelebt hat, der hat alles gesammelt. Ich weiß nicht, inwiefern ob der das schon immer gemacht hat oder ob das irgendwann mal ausgelöst wurde durch eine Tragödie oder so, man weiß es nicht. Angekommen in der Tenne, in der Scheune, wo wir eben, da habe ich euch eben gegenüber ein Fenster reingehalten, wir sind jetzt nur viel weiter durch. Das ist der Wahnsinn. Guckt mal hier oben, alles voll mit Büchern und Zeitschriften. Dann hier auch Zeitschriften, Akten und so weiter, Kundeneigenmärkte, aha, okay. Hatte derjenige vielleicht eine Firma? Jetzt halte ich euch mal gerade hier hinten in den Raum rein. Das waren alles mal Stallungen. Hier haben wir noch ein altes Nähkästchen. Darunter ein Werkzeugwagen. Da hinten noch ein Werkzeugwagen, Katzentoilette und so weiter. Ja, und da hinten geht es dann auch weiter mit Regalen voll mit Zeitschriften und Büchern. Hier die ehemaligen Kuhstallungen sind auch voll mit Bananenkartons, wo wahrscheinlich auch Bücher, Zeitschriften drin sind und diverse andere Sachen. Aber phänomenal ist dann, dass man hier drin teilweise echt noch schöne alte Schätzchen findet. Schreibmaschine Diana mit Unterteil vom Koffer von der Schreibmaschine. Schön, sowas hier noch zu finden. Leider hängen schon ein paar Tasten, aber jetzt sind sie wieder, fangen direkt wieder an zu hängen.
Also schreiben kann man mit der nicht mehr. Dann weiter geht's hier mit einer uralten Waage. Von der Metzgerei, glaube ich. Ah, hier liegt noch das Unterteil von der Waage. Ein paar Meter weiter. Und von hier aus, ach Leute, bitte, guckt's euch an. Guckt's euch mal an. Moment, ich nehme noch die andere Taschenlampe, damit ihr da ein bisschen mehr seht. Das ist doch total irre. Ja Leute, ich bin jetzt mal wieder zurückgelaufen. Hier war wahrscheinlich ehemals ein Schweinestall oder sowas. Hinten steht noch ein großer Napf. Wobei Schweinestall, ja doch, könnte Schweinestall gewesen sein. Oder eh sagt Schweinezwinger. So, jetzt kletter ich mit euch mal hier Richtung Haus. Sofern ich hier durchkomme. Hier haben wir wieder Bücher, Lexikon, wieder Bücher, Kochbücher und so weiter. Also, Bücher waren hier ein Thema. Wow, auch cool. Hier der schöne alte Sessel. Findet man auch immer weniger, immer seltener. Ja, über die Tür hat man mal versucht, ins Haus reinzukommen, denke ich. Aber ich glaube nicht, dass man die noch aufkriegt, weil da drin ist auch meterhohe Zeug gestapelt. Ja Freunde, ich bin mal wieder raus aus der Scheune, weil da hinten war ja definitiv kein Weiterkommen mehr. Jetzt stehe ich wieder hinterm Haus, gucke mich hier um und stehe hier vor einem Haufen Netzteile, Netzgeräte. Dann haben wir hier Ritzel, Fahrradritzel liegen, Töpfe. Also das ist der absolute Wahnsinn, was hier an Zeug liegt. Irre. Jetzt sind wir mal auf die nächste Seite des Hauses gelaufen. Also wir haben jetzt quasi alle Seiten des Hauses abgelaufen. Und auch hier überall Zeug. Wieder Eimer gesammelt ohne Ende. Wie auch eben schon unten im Keller stand. Auch wieder alles voller Eimer. Hier auf der anderen Seite wieder Töpfe. Also das ist der Wahnsinn. Was die Leute hier oder
der Mann alles gesammelt hat. Oh, hier unten noch eine ehemalige Shampoosflasche. Da, jetzt halte ich euch hier mal in den Keller rein. Schaut mal, wie viele Reifen hier unten gelagert sind. Dann haben wir hier unten noch die Öltanks stehen. Sind 5 an der Zahl. Na, und da hinten war wohl mal Werkstatt. Da steht auch noch einiges an Öl. Was natürlich nicht gerade so toll ist, dass man sowas hier stehen lässt. Aber naja. Was ich euch noch gar nicht von Namen gezeigt habe. Ich bin jetzt noch mal vorne zum Eingang marschiert, weil ich dachte, komm, jetzt gehst du hier mal rein. Schaut mal bitte. Da hinten ist auf jeden Fall eine Treppe. Da geht's hoch. Du kommst hier, glaube ich, gar nicht mehr durch. Das ist echt Wahnsinn, was hier an Zeug liegt. So, hier reinmarschiert haben wir hier mal ein ehemaliges Büro. Da hinten sind auch noch ganz viele Akten im Schrank. Ein richtig schöner alter Schreibtisch. Da drauf liegen diverse Filmchen. XXX-Filmchen. Kann ich aus meiner Sicht erkennen. Und ihr nicht. Sonst müsste ich es eh pixeln. Das ist irre, was hier an Zeug steht. Ich muss es immer wieder sagen. Und jetzt probiere ich mal, hier weiterzukommen, Leute. Ich versuche einfach mal, euch hier mitzunehmen. Stück für Stück durch das Haus. Hier oben ist auch alles, wirklich alles vollgemüllt. Hinten liegt noch ein Monopoly-Spiel, was man so ad hoc gerade erkennen kann. Dann haben wir hier wieder Bananenkisten ohne Ende. So, jetzt schaut mal bitte, auf welcher Höhe ich bin. Ich halte die Kamera gerade vor meinen Bauch. Jetzt könnt ihr euch mal ein Bild davon machen, wie hoch ich hier auf dem Müll stehe. Hier will ich euch natürlich auch mal reinhalten. Ich kann nicht erkennen, was das für ein Zimmer war. Das könnte ein Wohnzimmer gewesen sein. Eventuell, da hinten haben wir auf jeden Fall noch alte Sessel stehen. Aber das ist wenigstens mal ein Raum, den man betreten könnte, weil hier nicht so viel liegt. Leider ist er leer. Hier vor mir haben wir noch eine schöne alte, riesige Truhe. Dann steht hier unten noch eine Couch. Eine Rattern-Couch, die nach und nach am Vergammeln ist. Hundefutter, also Hunde hatte derjenige wohl auch. Und da hinten geht's, glaube ich. Ne, wartet mal, da geht's nicht in die Scheune, da geht's in die Küche. Der Weg da hinten rüber führt, glaube ich, in die Küche. Wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier noch einen Weg finde. Wenn ich noch einen Weg finde, werden wir mal schauen, ob wir noch nach oben kommen. Ich hab's versucht. Ich hab's echt versucht. Aber, nee, keine Chance. Ich hatte keinen sicheren Halt mehr. Ich konnte nirgendwo mehr vernünftig stehen. Und bevor ich da in irgendwas reinfalle in dem Gebäude, muss ich ganz ehrlich sagen, nee, da ist mir meine Gesundheit definitiv zu schade. Und aus dem Grund brechen wir das Ganze hier ab. Macht definitiv keinen Sinn mehr. Es wären sicherlich noch so die ein oder anderen Sachen in dem Gebäude gewesen, die wirklich zeigenswert gewesen wären. Aber man muss sich hier nicht das Genick brechen dafür. Naja, was ich auf jeden Fall sagen will, es ist wirklich schlimm, ja, wenn jemand so leben muss. Und ich gehe ganz stark von aus, dass derjenige bis zu seinem Ende genauso da drin gelebt hat. Das ist traurig, wirklich traurig. Das Schlimme ist halt, wenn du Messi bist, siehst du das ja selbst nicht. Ja, die Leute sehen dir ja gar nicht ein, dass sie so viel Zeug horten. Das ist ja meistens so. Traurig aber wahr. Nichtsdestotrotz, ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Abonniert den Kanal, kommentiert fleißig und wir sehen uns im nächsten Lost Place Video. Haut's rein, macht's gut, ciao, ciao.